Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Die wichtigste Mahlzeit ist der Clown zum Frühstück. Nein, Spaß beiseite, wir machen heute wirklich ein Frühstücksrezept und zwar machen wir Knuspermüsli. Die Müsli-Fans unter euch, die wissen, es gibt unglaublich viel Auswahl mittlerweile in den Supermärkten und Discountern an Knuspermüsli, die aber alle gemeinsam ein großes Problem haben, nämlich jede Menge Industriezucker. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal ein Rezept hier aus unserem Forum, das versucht, diesen Industriezucker zu vermeiden. Es wird zwar auch gesüßt, ja, das schmeckt halt auch gut, aber halt eben mit anderen Sachen. In dem Fall habe ich hier für euch Agavendicksaft mitgebracht. Das ist eine Fruchtsüße und auch die Datteln, die wir gleich reinmachen, die werden das Ganze ebenfalls etwas süßer machen. Aber wir fangen vorne an und zwar beginnen wir mit Buchweizen. Ja? Bekommt ihr im gut sortierten Supermarkt oder natürlich auch im Drogerie- oder Reformhaus. Davon nehmen wir 150 Gramm, das Ganze in den Kessel und 400 Gramm Wasser kommen obendrauf. So, und das Ganze wird jetzt 17 Minuten Stufe 1 in 60 Grad erwärmt. Also nochmal 17 Minuten, 60 Grad Stufe 1. So, ich nutze jetzt die Zeit, um euch die anderen Ingredienzien zu präsentieren. Wir haben, wie gesagt, Datteln, habe ich euch eben schon gesagt, die für die gewisse Süße sorgen. Das sind 100 Gramm. Da habe ich die Kerne selbstverständlich rausgenommen. Das ist ganz wichtig. Sesam sind 20 Gramm. Dann haben wir gehobelte Mandeln. Ihr könnt die natürlich auch selber hobeln oder entsprechend raspeln. Das sind 40 Gramm. Haferflocken. Das sind die ganz normalen aus dem Reformhaus, 100 Gramm. Dann haben wir diese Chiasamen. Ja, die sind ja irgendwie en vogue und sollen ja unglaublich gesund sein. Weiß ich nicht. Also ich habe das schon mitgekocht, die schmecken irgendwie nach nichts. Chiasamen. Und dann haben wir natürlich Kokosflocken habe ich hier. Ihr könnt natürlich auch Kokosraspeln nehmen. Ja, also diese größeren Stücke als die Flöckchen, dann hat das Ganze mehr Biss. Aber ich habe leider keine mehr bekommen. Ich probiere das einfach mit den Raspeln. Geht ja hauptsächlich um den Geschmack und um die Süße. Wie gesagt, Agavendicksaft noch, davon nehmen wir nachher 2 Esslöffel und Olivenöl, ebenfalls 2 Esslöffel. Die brauchen wir auch und das war eigentlich schon alles. Während unser Buchweizen jetzt vor sich hin kocht, es kocht ja nicht, sind ja nur 60 Grad, habe ich schon mal das Backblech mit Backpapier ausgelegt und den Ofen auf 100 Grad vorgeheizt. Das ist wichtig, denn da kommt der Buchweizen gleich rein. Aber wenn es soweit ist, melde ich mich nochmal, denn wir müssen ihn ja auch abspülen und so. Unser Buchweizen ist jetzt fertig. Der ist jetzt so ein bisschen aufgegangen, gequollen und dieses ganze Zeug, das müssen wir jetzt abgießen und zwar am besten hier durch unseren Gareinsatz und anschließend direkt kalt abspülen. Ja. Das mache ich jetzt hier hinten. Sorry, dass ich euch den Rücken jetzt zudrehe, aber das ist leider technisch überhaupt nicht anders möglich. Gleich kalt abspülen und gut abtropfen das Ganze. Und dann wird das hier auf dem Backblech verteilt. Ja. Ausstreichen quasi und kommt dann in unseren Backofen. Ich mache das jetzt mit den Händen, ist mir egal. Und das wird jetzt getrocknet wieder. Ja, der ist jetzt so ein bisschen gequollen und das trocknen wir jetzt in unserem 100 Grad warmen Backofen 20 Minuten. Rein damit! Umluft natürlich, ne? Das ist ganz wichtig, Umluft. So, mal gucken, hier kann man einen Timer einstellen. Denn in der Zwischenzeit können wir noch einen weiteren Arbeitsschritt hier durchführen. Denn unsere Datteln, die sind zwar lecker, aber noch zu hart für unser Müsli. Und die kommen jetzt in den Kessel rein und dazu 50 Gramm Wasser.
Und dann wird das Ganze auf Stufe 1 mit 100 Grad etwa 5 Minuten gekocht, damit die schön weich werden, und anschließend pürieren wir die. So, unsere Datteln sind jetzt weich gekocht und wir müssen die jetzt pürieren. Das machen wir so 3 Sekunden auf Stufe 8, geben aber vorher noch mal etwas Wasser hinzu, und zwar noch mal so 50 Milliliter. Waage an. Ach, ist ja so praktisch mit dieser Waage. Ach, ich finde das ja so toll. Müsst ihr übrigens, ich weiß, ich kriege ja immer Kommentare, dass ich da den Spatel immer am Kessel abschlage. Ja? Weiß nicht, vielleicht auch so ein Männerding, so Sachen abzuschlagen. Das würde ja nicht gut sein für die Waage. Ich habe noch ganz andere Sachen, ne? Also deswegen haben wir hier diesen Slider, ja? Dass man den Thermomix nicht über den Boden schrubbt, ja? Weil das ist ja alles, die Waage ist empfindlich, ja? Aber praktisch. So, wie gesagt, 3 Sekunden, Stufe 8, und das müssen wir mehrfach wiederholen, weil wir brauchen dann wirklich so ein Brei, ja? Schauen wir mal. Ja, also einmal muss ich auf jeden Fall noch, weil ich das jetzt vorher mit dem Spatel ein wenig nach unten schiebe. Und zur Not muss man noch ein bisschen Wasser nachgießen. Das reicht aber. Also, na, schon wieder. Ne? Ha. Liebe YouTuber, tut mir echt leid. Ich entschuldige mich. Also nochmal Stufe 8, machen wir nochmal 3 Sekunden. So, gucken wir nochmal. Muss man immer so 2-3 Mal wiederholen, steht im Rezept. Ja, muss man auch nochmal nach unten. Ach, ist aufwendig. So viel Arbeit für ein bisschen Müsli. Aber ich habe ja Zeit. Ja? Noch 12 Minuten, bis unser Buchweizen getrocknet ist. Na, jetzt haben wir nochmal 3 Sekunden hier. Zack. Ja, und ich glaube, ich gebe doch noch etwas, klein bisschen Wasser dazu, damit das wirklich noch ein bisschen greift auch. Ja, da bin ich noch nicht so zufrieden mit. Das war das im Rezept mit zur Not noch etwas Wasser dazugeben. Das ist mir noch zu stückig. Schauen wir mal. Ja, ich denke, das kann man lassen. Ja, zeige euch das mal. Also so sollte das dann aussehen. Wir lassen das jetzt auch im Kessel, und sobald der Buchweizen fertig ist, kommen da nicht nur der, sondern auch unsere anderen Sachen nochmal in den Kessel, um vermischt zu werden. Aber dafür melde ich mich dann in 11 Minuten nochmal. So, unser Buchweizen ist soweit. Der Ofen hat mir angekündigt, dass die Zeit abgelaufen ist, und der ist jetzt auch entsprechend vorbereitet. Der ist noch nicht ganz trocken, ja. Das kommt aber im nächsten Schritt, denn wir geben jetzt diesen Buchweizen direkt hier vom Backpapier. Ich probiere das jetzt einfach mal so direkt so vom Backpapier. So würde ich es daheim auch machen. In den Kessel. Mal so ein bisschen abschaben hier. Und das Backpapier heben wir auf, denn alle anderen Zutaten kommen ebenfalls da rein in den Kessel. Und dann wird das Ganze gemischt und dann anschließend nochmal getrocknet. So, bin mal gespannt. Ha! So, dann kommt unser Rest dazu, ne? Sesam, Chiasamen, die gehackten Mandeln, unsere Haferflocken, die Kokosraspeln, wie gesagt, wahlweise Flocken, ich mache es halt jetzt mit Raspeln. Wir werden mal sehen, wie es geht. Dann Agavendicksaft, wie gesagt, als Süßungsmittel. Davon nehme ich 2 Esslöffel. Das erscheint mir schon ziemlich viel, weil die Datteln ja auch echt süß sind, aber es ist immerhin kein Industriezucker. Und Olivenöl, ja, ebenfalls 2 Esslöffel. Eine Minute wird das Ganze jetzt vermischt, und zwar im Linkslauf auf Stufe 1.
dann kommt es wieder aufs Backblech. Den Ofen, den stellen wir jetzt auf 160 Grad. Das ist wichtig, denn jetzt wird ja nicht mehr nur getrocknet, sondern jetzt wird ja geröstet. Also 160 Grad den Ofen und in der Zwischenzeit hier die ganze Masse nochmal auf dem Backblech verteilen. Sieht schon mal gut aus. Ist auch gar nicht schlimm mit den Kokosraspeln. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt gedacht, das wird vielleicht dann zu matschig, aber das trocknet ja jetzt alles auch noch. Ich kann mir schon vorstellen, wie das nachher aussehen und vor allen Dingen auch, wie es schmecken wird. So mit den Datteln. Also es riecht jetzt schon echt nach Müsli. Wirklich, ist total gut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich bin jetzt echt kein Müsli-Esser, ne? Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich esse morgens generell wenig, aber meine Frau und meine Tochter, die sind Müsli-Junkies. Also ich kenne meine Frau gar nicht ohne Müsli morgens. Wirklich. Also da geht eigentlich immer nur Müsli mit Joghurt und frischem Obst. Immer. Ich habe vorgeheizt. 160 Grad. Wie gesagt, 15 Minuten wird das Ganze jetzt geröstet. Und dann melde ich mich in 15 Minuten für den nächsten Arbeitsschritt wieder bei euch. Lass mal vorlaufen. Wir nehmen das einmal noch mal kurz raus, stellen den Ofen runter auf 140 Grad. Es riecht wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja? So sieht es schon mal aus. Ja? Aber das ist natürlich nicht ganz trocken. Jetzt wird es ein bisschen hier noch mal gewendet. Das Ganze wird jetzt gebacken. Und zwar auf 140 Grad. 30 Minuten. 30 Minuten noch. Naja, und nach den 30 Minuten muss es abkühlen. Toll. Also, 30 Minuten melde ich mich nochmal. Unsere 30 Minuten sind jetzt endlich abgelaufen. Und es ist Zeit, dass ich das Müsli aus dem Backofen nehme. Hat auch lange genug gedauert. Und es sieht großartig aus. Da mir wirklich, ja, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wirklich. Aber es gibt noch eine schlechte Nachricht. Das muss jetzt erst abkühlen, bevor wir es essen können. Also, ich hoffe, das ist in ein paar Minuten durch. Es ist soweit. Ich kann mein Müsli probieren. Ich bin echt gespannt. Also, da ist ja jetzt doch schon, wenn ich es überlege, mit den Datteln und dem Kokos und dem Agavendicksaft, da ist schon ordentlich Süße dran. Aber wie gesagt, halt kein Industriezucker. Ich probiere jetzt erstmal ohne Milch und dann, so wie ich es zu Hause machen würde, mit Milch. Natürlich könnt ihr das auch mit Joghurt machen, mit frischen Früchten. Man kann da auch noch andere Cerealien ja dann irgendwie noch dazu machen. Was weiß ich, was da noch so alles gibt. Dinkelflocken oder Amaranth-Pops oder was es da alles gibt in den Reformhäusern. Braunhirseflocken gibt's auch, sind auch lecker. Kann man dann nachträglich noch dazu machen. Die sollte man dann natürlich nicht mitbacken. Ganz klar. Also, ich bin gespannt. Oh. Den Namen Knuspermüsli vergebe ich hiermit zurecht. Das knuspert. Und es ist nicht zu süß. Das finde ich sehr gut. Also es schmeckt süß, es hat eine gewisse Süße, aber es schmeckt jetzt nicht so ja, halt nach Zucker. Ich finde es gut. Jetzt mache ich mir da ein bisschen Milch rein mal, weil das ist ja eigentlich so das, wie man es am meisten isst, mit Milch oder mit Joghurt. Lass das mal so ein bisschen hier einziehen. Aber die Konsistenz ist echt, echt gut. Klar, durch das Fett in der Milch wird das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen gehaltvoller und geschmacklich gehaltvoller. Ich glaube, ich werde zum Müsli-Esser, zumindest so lange, bis das alles ist, was ich hier so gebacken habe. Das ist echt gut. Empfehle ich euch. Von mir gibt es für das Knuspermüsli einen Daumen nach oben und von euch hoffentlich auch. Hier für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder wenn ihr Ideen oder Anregungen habt. Natürlich könntet ihr auch den Kanal abonnieren. Das solltet ihr sogar, weil wir hier
und nur hier die besten Rezepte aus dem Wunderkessel für euch nachkochen und ausprobieren. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, guten Appetit und tschüss.